Was erwartet uns im Jahr 2023 an der Börse? Prognosen sind ja dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich will mal ganz, ganz tief in meine Glaskugel gucken und so ein bisschen das Ambiente ausleuchten, in dem wir uns befinden. Da gibt es die Frage, was macht die Inflation? Erstens, dann die Frage, zweitens, kommt es zu einer Rezession? Wie scharf, wie tief wird diese Rezession? Und dann vielleicht drittens am allerwichtigsten, was machen da die Notenbanken? Und da ist ja eigentlich Konsens der Märkte, naja, die werden aufgrund der wirtschaftlichen Abschwächung 2023 die Zinsen wieder senken. Das zumindest ist in Fed Fund Futures eingepreist für die USA, aber damit rechnen letztendlich auch die europäischen Märkte relativ deutlich. Und wir könnten jetzt eine sehr seltsame Konstellation bekommen, nämlich die, dass wenn gar keine Rezession käme, das vielleicht für die Aktienmärkte besonders ungut ist, denn das würde bedeuten, dass die Fed vor allem, dass die Notenbanken die Zinsen oben halten. Und wir haben doch eins im Corona-Crash, in der Corona-Krise gelernt, der monetäre Faktor ist der wichtigste, der ist vielleicht sogar noch wichtiger oder ziemlich sicher sogar noch wichtiger als die Bewertungsniveaus von Aktien, als praktisch die komplette Wirtschaft stillstand, als dementsprechend auch Unternehmen kein Geld verdient hatten, sind dennoch die Kurse massiv gestiegen, weil die Notenbanken Liquidität ins System geschüttet hatten. Dementsprechend kann es sein, dass wenn keine Rezession kommt, das ja eigentlich gut wäre für Aktien oder für die Bewertung von Aktien, weil eine Rezession bringt ja Gewinn und Umsatz der Unternehmen faktisch nach unten, dass das dann gar nicht so gut wäre, weil für die Aktien, weil eben dann die Zinsen nicht gesenkt würden und das ist im Markt nicht eingepreist. Das vielleicht mal so als kurzes Surrounding, das heißt, kommt eine Rezession, haben wir ein Bewertungsproblem, weil wir natürlich gerade in den USA, gerade an der Wall Street, durchaus immer noch sportlich bewertet sind. Kommt sie aber nicht, dann bleiben die Zinsen hoch und das ist auch irgendwie ungut, aber ich will auch hier ein paar optimistische Stimmen natürlich zu Wort kommen lassen, wie Sie es von mir gewohnt sind, meine Damen und Herren. Zunächst ein Rückblick, Pi mal Daumen, minus 20%, so aktuell der Stand für das Jahr 2020. Viele Bärenmarkt-Rallys haben wir gesehen, weil eben die Märkte immer wieder auf diesen Pivot der Fed gehofft haben, der dann nicht kam. Jedes Mal hat die Fed vor allem in Gestalt von Jerome Powell einen draufgehauen. Statistiker, die sagen, ja, das ist der Grund zu Optimismus, dass wir eigentlich sehr selten zwei negative Jahre in Folge sehen. Hatten wir nur 1929, 32, 39 bis 41, 73, 74 und 2000 bis 2002 gesehen. Also das waren einfach Zeiten, als die Aktienmärkte überwiegend immer gestiegen sind. Aber da war eben auch die fundamentale Situation anders, nämlich die monetäre. Und das ist die eigentlich fundamentale, hat man das Gefühl, für die Märkte. 73, 74 war sie ähnlich, das ist genau das Problem, aber richtig ist, wir haben vor allem in letzter Zeit jetzt sehr, sehr viele Stimmen gehört, die sagten, ja, im ersten Halbjahr, das wird schwierig für die Aktienmärkte, da sei also ein unglaublicher Konsens entstanden und würde man sich jetzt mal die Börsengeschichte anschauen seit 1950, dann haben wir eigentlich in Nachwahljahren, wenn wir die Zwischenwahl jetzt in den USA im November auch als Wahl definieren, eigentlich fast immer positive Entwicklungen gehabt. Und so gibt es auch Optimisten wie meinen Kollegen Jochen Stanzel, der sagt zum Beispiel, es kommt keine Rezession, hält er für unwahrscheinlich. Er sieht die Geldmenge wieder latent ansteigen, vor allem weil die Chinesen ein bisschen wieder Gas geben. Also da sieht er positive Faktoren, rechnet auch mit fallenden Energiepreisen, also dass wir mit Energie gar kein großes Problem mehr haben. Sportliche Prognose, aber man hat ja Pferde schon kotzen sehen, nicht wahr? Und auch Simon Bettschinger sagt, ja, meine These ist weiterhin, dass die Rezession in den USA 2023 sehr mild ausfallen wird. Und hier als Beleg nimmt er die Nike-Zahlen. Naja, die stammen aber noch aus dem letzten Quartal und waren so wunderbar nicht bei genauerem Hinschauen. Das hatte ich schon mal ganz kurz angerissen. Immerhin bekommen diese Optimisten zunächst mal durch die harten Daten recht. Wir haben heute die letzte Veröffentlichung des amerikanischen BIPs gesehen, besser als erwartet. Erste Veröffentlichung war, glaube ich, 2,7, die zweite 2,9, jetzt die letzte 3,2%, also permanent nach oben, letztendlich revidiert worden. Aber der Preisdeflator höher, also praktisch die Preiskomponente im BIP höher, das ist Munition für die Fed. Und dementsprechend haben die Aktienmärkte heute nicht erfreut reagiert auf eben diese besseren Zahlen als erwartet. Solange eben die Fed auf dem totalen Bremspedal steht, sind gute Daten
erwarten schlechte Nachrichten für die Märkte. Das darf man nicht vergessen. Aber in Sachen Rezession, meine Damen und Herren, wir haben jetzt 93% aller Zinskurven, die invertiert ist seit 55 Jahren, seit dem Jahr 1977, hat ein solches Niveau von Invertierungen immer eine Rezession nach sich gezogen. Also die Anleihemärkte sagen doch, es kommt eine Rezession. Mithin widersprechen also die Anleihemärkte dem Jochen Stanzl. Und was die Märkte heute auch so ein bisschen, gerade was den Blick auf das Jahr 2023 betrifft, naja, deprimiert haben, das waren Aussagen von David Tapper, der sehr, sehr respektiert ist an der Wall Street, auf dessen Wort man wirklich Gewicht legt. Und der hat gesagt, also ich bin short in Aktien oder ich tendiere dazu, short in Aktien zu sein, weil schlichtweg das Chance-Risiko-Verhältnis ungünstig ist, denn man braucht ja nur zuhören, was die Zentralbanken einem sagen, was sie machen wollen, was sie erwarten, und ich nehme das einfach mal ernst. Und dann haben wir ein ungutes Chance-Risiko-Verhältnis, eben gerade was die Bewertungen betrifft. Dazu kommen wir gleich. Das hat neben den besseren BIP-Daten heute so ein bisschen die Stimmung verhagelt. Ein Tapper-Tantrum wird hier getitelt. Das sei der Fall. Also Tantrum ist ja vielleicht aus dem Taper-Tantrum noch bekannt. Hier ein Tapper-Tantrum. Taper-Tantrum war der Wutanfall der Märkte damals über den Ausstieg aus den Anleihekäufen praktisch, beziehungsweise sogar die Bilanzreduzierung, wenn man so will. Und hier sagt er nochmal, the Fed means business, rates will remain high. Also die Zinsen werden nicht sinken, das was die Märkte eben erwarten. Und dann sagt er, die Bewertungen sind zu hoch, $220 pro Aktie. Das würde dann einem S&P 500 Stand von 3200 Punkten entsprechen. Wenn aber eine Rezession kommt, würde nochmal extra Druck auf die Aktien ausgeübt werden. So sagt es David Tapper, und Pudu Saxena fügt dann hinzu, okay, wenn wir jetzt keine Rezession haben, $220 Gewinn pro Aktie, dann wäre ein gerechtfertigter Stand bei einem Kursgewinnverhältnis von 15, was der historische Durchschnitt ist, 3300 Punkte, also auch deutlich tiefer. Dann, wenn es eine milde Rezession gibt, mit $185 Gewinn pro Aktie, wären wir schon bei 2775, und bei einer tiefen Rezession wären wir bei $170 pro Aktie und einem S&P 500 bei 2550, auf jeden Fall 3900 Punkte. So der bärisch orientierte Pudu Saxena, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt gucken wir uns aber mal die Prognosen an, die wir hier haben. Was wir hier sehen, das sind die Prognosen des letzten Jahres. Die waren alle falsch. Die sind jetzt deutlich nach unten genommen. Die niedrigste Prognose liegt bei 3400 Punkten. Jetzt sehen wir, dass aber der Konsens nach wie vor $220 pro Aktie ist. Also eigentlich gar keine Rezession ist bisher in diesen Konsenserwartungen Gewinn pro Aktie letztendlich eingepreist. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir hier ein Bewertungsthema auf jeden Fall. Jetzt sind alle, so wie Simon Betschinger, vor allem wegen Nike noch mal kurzfristig optimistisch geworden. Seht ihr, ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber wir haben gleichzeitig auch FedEx gehabt, die wahrscheinlich für die Weltwirtschaft relevanter sind. Die waren nicht so optimistisch. Die sagen, schwache Nachfrage. Jetzt kommen wir zudem in die Situation, wo jetzt langsam die Blackout Period beginnt, wo also aufgrund der anstehenden Berichtssaison viele jetzt die eigenen Aktien nicht mehr zurückkaufen können. Viele Unternehmen nämlich. Und dann eben gestern auch die Aussagen von Micron. Schwache Nachfrage im gesamten Computersektor, das hat die Aktie heute unter Druck gebracht. Man will 10% seiner Belegschaft entlassen. Also da sieht man schon, Tech ist natürlich so ein Vorreiter, gerade so in diesem Chip-Bereich, in dem Micron vor allem unterwegs ist. Das deutet darauf hin, dass wir wirklich erstmal schwierige Zeiten bekommen. Und das gilt vor allem auch für den US-Konsumenten, der ja lange durch Helikopterchecks durchgefüttert wurde, der dann ein bisschen Fett ansetzen konnte, monetär gewissermaßen, der kommt jetzt in Schwierigkeiten durch die Inflation, der muss diese steigende oder gestiegene Inflation durch höhere Schulden über seine Kreditkarte ausgleichen, sodass dann im 2023 eben mit vielen Kreditkarten Ausfällen respektive eben Privatinsolvenzen zu rechnen ist. Auf der anderen Seite wollen wir uns jetzt mal wieder dem bullischen Thema zuwenden. Meine Damen und Herren, finde ich sicher ganz große Sympathie. Aber wie Sie wissen, jetzt schauen wir mal, die letzten 5 Jahre waren positiv an den letzten 7 Handelstagen des Jahres.
Das beginnt mit dem morgigen Freitag. Am Montag ist ja Feiertag in den USA. Normalerweise haben die Amerikaner am 26. Dezember immer aufgehabt, ist jetzt aber nicht so. Das heißt, da geht es erst am Dienstag wieder los. Dann haben wir praktisch noch diese Tage bis Freitag und dann ist finito mit dem Jahr. Aber wie gesagt, wir haben jetzt doch 5 Jahre in Folge gehabt, wo praktisch, das ist hier die Santa Claus Rally, wo praktisch diese Dinge ganz gut gelaufen sind. Aber übergeordnet, wenn wir jetzt uns mal ins neue Jahr wieder begeben, musste S&P 500 über diesen Abwärtstrendkanal laufen. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass das gelingt. Das kann sich ändern, wenn irgendwie sich was ändert an der Geldpolitik. Der monetäre Faktor ist der entscheidende. Der muss sich ändern. Wenn der sich ändert, dann haben wir schon oft in der Vergangenheit gesehen, dauert es, bis die Aktienmärkte sich erholen, sondern dann sind die erstmal erschreckt. Oh, die Fed senkt die Zinsen, da muss ja Böses praktisch auf uns zukommen. Dann wird dann nochmal abverkauft, bevor dann der Boden gefunden wird. Und generell gesagt kann man sagen, in inflationären Phasen sind Real Assets gut, also reale Werte. In deflationären Phasen sind Financial Assets gut. Ich glaube, das ist eine wichtige Lehre. Und symptomatisch für diese Lehre ist das, was mit Tesla derzeit passiert. Hier mein Kollege Hannes Zipfel, Marktkapitalisierung von Tesla in Relation zu anderen großen Autoherstellern. 3. Januar bis 22. Dezember 2022, also von Anfang des Jahres, da sehen wir, das hat sich fast gedrittelt, die Marktkapitalisierung von Tesla. Tesla ist für mich das große Symptom des monetären Klimawandels, deswegen auch für mich immer sehr relevant, denn das ist sozusagen das Maskottchen der Notenbankenblase, könnte man fast sagen. Jetzt sehen wir, sind die anderen Autokonzerne alle zusammen, insgesamt sogar wieder mehr wert als Tesla, was natürlich eine groteske Unterbewertung von Tesla ist, meine Damen und Herren, gell? Also man muss es ja sagen. Und das hat sich jetzt auch die Schweizer Nationalbank offenkundig gedacht, wie Inside Paradeplatz, eine sehr gute Schweizer Seite, Insider-Seite für die Bankenszene in der Schweiz, die jetzt von der Credit Suisse Probleme bekommen, weil sie wahrheitsgemäß kritisch berichten, das nur am Rande, jedenfalls die SNB, die Schweizer Nationalbank, also die Notenbank der Schweiz, hat in 12 Wochen mit Tesla, wo man dick investiert ist, mal 1,4 Milliarden Euro verspielt oder Franken. Dementsprechend kann man an die Kantone nichts mehr rausschütten, so wie es ausschaut, oder? Und jetzt sehen wir auch Nachfragemangel bei Tesla. Etwa 7.500 Dollar gibt Tesla Rabatte für 2 Modelle jetzt. Aber es gibt noch eine Hoffnung und diese Hoffnung ist Jim Cramer. Jim Cramer, Sie kennen den Börsenclown von CNBC, der beste Kontraindikator der Welt. Der hat jetzt gesagt, ich denke, dass Teslas Marktanteil bei Elektrofahrzeugen in den USA ihren Gipfel erreicht hat, dass es also bergab gehen wird. Dann der trockene Kommentar des Twitter-Accounts Inverse Cramer ETF ist, Congrats Elon Musk, also du hast gewonnen Elon Musk, denn wenn Jim Cramer das prognostiziert, dann ist genau das Gegenteil mit absoluter Sicherheit, immenser Wahrscheinlichkeit zumindest der Fall. Also das nur mal am Rande. Natürlich für Europa sehr, sehr wichtig. Was passiert in China? Heute ein Artikel hier, leere Straßen, 1 Million Corona-Fälle pro Tag, so ist zu erwarten. Dann, was passiert mit dem Ukraine-Krieg? Natürlich für Europa, für Deutschland besonders wichtig. Selenskyj sieht jetzt einen Wendepunkt in diesem Krieg. Mal abwarten, aber da ist eben noch völlig unklar, wie lange sich dieses ganze Drama hinzieht. Man erwartet im Frühjahr eine Offensive wieder der Russen. Und natürlich für Europa auch wichtig, wie geht es mit der Zinssituation weiter? Ich habe jetzt den Vizechef der EZB angerufen, den Luis de Guindos, gell? Dann habe ich gesagt, Luis, ja, wie schaut es jetzt aus mit den Zinsen? Gell? Der de Guindos, der versteht sehr gut das Bayerisch, gell? Ne? Der ist, naja, Bayerisch versteht er, Deutsch kann er nicht, aber Bayerisch, das geht bei ihm. Dann sage ich, wie schaut es aus mit den Zinsen? Und dann sagt er, du Vogel, pass auf, schau mal her, also wir müssen jetzt normalerweise die Zinsen praktisch immer wieder um 50 Basispunkte anheben, das sei das neue Normal. Wörtlich hat er zu mir gesagt, devo seguir subiendo los tipo de interés. Hat er gesagt, der Luis, gell, und gesagt, Luis, wenn du meinst, mach, gell, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Dann hat er gesagt, ja, warum, por qué, was ist los, warum meinst du das nicht? Dann hat er gesagt, ja, weil das wird nicht funktionieren wegen der Schulden, gell, dann fliegt dir praktisch, fliegen dir die Peripherieländer um die Ohren, zu denen du ja selber gehörst, Luis, habe ich gesagt, gell, und dann hat er gleich aufgelegt, war er sauer, gell, mein Gott, die sind manchmal sehr sensibel, solche Notenbanker, gell, das muss man sagen. Und für Deutschland natürlich auch wichtig,
Energiewende, diese großartige Idee, jetzt wieder viel auf Kohle zu setzen, die nicht gerade umweltfreundlich ist, ob das wirklich funktioniert auf Dauer, Stichwort Deindustrialisierung, der Arubis-Chef, einer der besten CEOs, die wir jetzt in Deutschland haben, Kupferhütte kennen Sie, machen aber auch andere Produkte, der hat gesagt, Deindustrialisierung ist kein Schlagwort, das ist Realität, das ist jemand aus der Praxis, das ist eine klare Ansage, dass es so an sehr lang ran auch in 2023 nicht weitergehen kann. Dementsprechend muss sich da etwas ändern, sonst wird es schwierig, auch für den DAX. Das scheint klar, übrigens hier Artikelempfehlung, Kohle für Deutschland, Energiesicherheit siegt über Klimaziele oder man könnte sagen, Ideologie siegt über Vernunft, weiß ich nicht. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, wenigstens in einer Sache sind wir wieder weltführend, das sind unsere Discounter. Die sind nämlich die Gewinner, nämlich Aldi und Lidl im weitgehend bankrotten Großbritannien. Zweite Artikelempfehlung und jetzt empfehle ich mich. Wir sehen uns morgen nochmal zu Videos Blick und Markeflüster nach Weihnachten. Bis Neujahr dann sehr wahrscheinlich keine Videos, außer es passiert etwas Besonderes. Der Himmel würde uns auf den Kopf fallen, dann würde ich meinen astralen Luxuskörper vielleicht nochmal vor die Kamera schleppen. Ansonsten sehen wir uns morgen das letzte Mal im Jahr. Jetzt, das sage ich erst einmal, Servus und Ciao.